100 Tage im Amt. Wir blicken auf Onnays bisherige Amtszeit zurück und Biber in der Region Hannover. Fluch oder Segen? Wir haben die Nager gesucht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 0511, Ihrem Magazin für Hannover. Im vergangenen November wurde Belet Onay zum neuen Oberbürgermeister von Hannover gewählt. 100 Tage sind seitdem vergangen. Was sich unter seiner Leitung bisher getan hat und wo die größten Baustellen der Zukunft liegen, das haben wir für Sie zusammengestellt. Ein Rückblick und ein kleiner Blick in die Zukunft von Joscha Weidenfeld. Die Schonfrist für Belet Onay ist nun allmählich vorbei. Der mehr oder weniger neue Shootingstar im hannoverschen Rathaus hat in den letzten Wochen zu den verschiedensten Anlässen in seinen Reden deutliche Worte gefunden. Aber ein Oberbürgermeister wird in erster Linie an Taten gemessen. Belet Onay hat große Ambitionen, allen voran die autofreie Innenstadt bis 2030. Aber in Hannover gibt es viele Baustellen, die nun angepackt werden müssen. Mobilität, Digitalisierung, Personalgewinnung, damit die Stadtverwaltung auch gut aufgestellt ist für die Zukunftsaufgaben. Das sind natürlich große Aufgaben, die nicht von heute auf morgen zu lösen sind. Aber ich will auch versuchen, schon jetzt klarzumachen, auch an verschiedenen Stellen, da schnellstmöglich Verbesserungen hinzubekommen, gerade beim Thema Digitalisierung, mit einer Umsetzungsgruppe, T-Taskforce, auch schnell Projekte rauszuarbeiten, die wir schnellstmöglich umsetzen können, gerade was die Terminvergabe angeht oder auch andere Dienstleistungen wie im Bürger. Oder in anderen Bereichen, dazu gucken, dass da schnellstmöglich Verbesserungen auch für Bürgerinnen und Bürger einkehrt. Die ersten handfesten Ergebnisse der ersten 100 Tage als Oberbürgermeister waren letzte Woche in Form eines Vorschlags zur Neugliederung der Verwaltung zu sehen. Der Einbezug der größten Oppositionspartei im Rat, der CDU-Fraktion, gelang dabei aber nicht. Die CDU bezeichnete das Angebot des Ampelbündnisses zur Besetzung des Sozialdezernats als Mogelpackung. Also ich habe den Kolleginnen und Kollegen der CDU deutlich gesagt, dass meine Tür offen steht jederzeit, dass ich offen bin für einen Diskurs, auch für einen Dialog. Ich war auch gestern zu Besuch bei der CDU-Ratsfraktion, fand das einen sehr kritischen, guten Austausch, das hat mir sehr gut gefallen. Dass das Angebot einer Dezernatsmitbesetzung ausgeschlagen wurde, das hat mich, finde ich traurig. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn wir gemeinsam hier eine Dezernentin für das Sozialdezernat gefunden hätten. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, da auch für die CDU hier stärker Verantwortung zu übernehmen. Ein neues Mobilitätskonzept war für den 39-Jährigen das Schlüsselthema im Wahlkampf und er hält daran fest. Ein Teil des Konzeptes ist die autofreie Innenstadt. Die ersten Vorläufer könnten vielleicht sogar schon dieses Jahr an der Schmiedestraße in der Altstadt sichtbar werden. Mein Vorschlag ist, den lasse ich gerade erarbeiten, dass wir da zu einer Veränderung kommen, indem wir den Platz gerade auf Höhe der Marktkirche anders nutzen als für Verkehr, also Autoverkehr dort nicht zulassen, stattdessen da mehr Lebensqualität, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, soziale Angebote, also mehr Aufenthalts- und Lebensqualität dort verankern. Gleichzeitig kann man auf der anderen Seite so eine Art Taschenkonzept, also die Zufahrt zum Parkhaus Schmiedestraße auch beibehalten, sodass man sich langsam auch bildlich vorstellen kann, was heißt das eigentlich, eine autofreie Innenstadt oder autoarm an manchen Ecken? Wie kann sich das entwickeln? Welche Angebote muss es dort geben? Und was heißt das für kurz-, mittel- oder langfristige Entwicklung? Die Probleme einer Landeshauptstadt lassen sich natürlich nicht in 100 Tagen lösen. In der Zukunft zählen dann sichtbare Ergebnisse. Und jetzt zu den Nachrichten des Tages für und aus der Region Hannover mit Martin Schlüter. Mit neuen Laternenladesäulen will die Stadt Langenhagen einen weiteren Schritt beim Ausbau der E-Mobilität machen. Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer freut sich zusammen mit InnerCity-Chefin Dr. Susanna Zapreva über das gemeinsame Projekt. Dadurch gibt es jetzt Stromtankstellen an 5 Orten in der Stadt, vor allem in Wohngebieten, in denen es überwiegend Mehrfamilienhäuser gibt und in denen Menschen keine eigene Ladebox installieren können. Elektromobilität sei der Schlüssel zur Verkehrswende und damit zu mehr Klimaschutz, so Heuer. Aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen sind an Hannovers Flussufern einige Wege nicht passierbar. Wie hier an der Ihme müssen Radfahrer momentan eine andere Route wählen.
Landesweit melden heute 23 von 98 Pegeln Hochwasser. Am Leinepegel in Herrenhausen sogar Meldestufe 3. Der Wasserstand beträgt dort 4,84 Meter. Zum Vergleich am Sonntag zeigte der Pegel dort 2,46 Meter. Und wie jeden Mittwoch kommen wir zum regionalen Sport. Heute wieder mit Niklas Kuschkowitz. Hallo Niklas, schön, dass du da bist. Hallo Felix, guten Tag. Wir starten mit Rollschuhbasketball. Die Final Four stehen vor der Tür. Dieses Mal in Hannover am kommenden Samstag und Sonntag. Und da gibt es das erste Halbfinale, das zweite Halbfinale. Lahn Dill gegen Baskets Hamburg und natürlich unsere Hannover United gegen die Thuringia Bulls. Wie sieht es da aus für unsere Hannoveraner? Ja, das ist erstmal, also ist das ein riesiges, großes sportliches Event, was in der Landeshauptstadt ausgetragen wird. Da treffen nämlich die vier besten Pokalteams im Rollstuhlbasketball aufeinander. Und ja, mit dabei Hannover United, du hast es schon angesprochen, unsere Füchse, ne, die sind auch dabei. Aber die haben im Halbfinale direkt den schwersten Gegner erwischt mit den Thuringia Bulls. Die sind nämlich einfach ohne Punktverlust, dass das überhaupt noch möglich ist, ohne Punktverlust durch diese Hauptrunde gegangen. Und die Mannschaft zeichnet sich durch Profibedingungen wirklich aus. Dennoch, ne, Pokal hat seine eigenen Gesetze, das wissen wir alle. Und das United-Team hat natürlich herausragende Spieler. Ich spreche sie nochmal an hier. Joe Bestwick, Vanessa Erskine, Jan Sadler, Alexander Budde, um nur ein paar zu nennen. Die können immer wieder über sich hinauswachsen. Und da ist natürlich auch noch, ne, es ist ein Heimspiel für die Füchse. Und da kann man natürlich dann auch auf die Zuschauer bauen. Ganz kurz noch zur anderen Partie, das andere Halbfinale, was dann ausgetragen wird. BG Hamburg Baskets, die sind der krasse Außenseiter auch gegen Lahn Dill, haben aber eine ähnliche Einstellung wie Hannover und wollen da auch über sich hinauswachsen. Deswegen richtig spannendes Wochenende. Wir sind gespannt, wer am Samstag zum Halbfinale nicht kann. Der kann sich dann immer in das Finale am Sonntag angucken, hoffentlich mit Hannover United. Genau. Wir kommen zum Fußball. In die zweite Bundesliga gucken wir. Hannover 96 empfängt Holstein Kiel und zwar schon nächsten Montagabend um 20.30 Uhr. Wie sieht es aus für die Roten? Ja, was haben wir alle aufgeatmet nach diesem schönen Sieg in Fürth und dem Unentschieden gegen Hamburg in Hannover. Da war wieder Erstklassigkeit zu spüren in der Landeshauptstadt. Ja, und jetzt fährst du nach Bielefeld. Natürlich sind die Spitzenreiter, aber da steht eine 0:1 Niederlage zu Buche und das, obwohl man so viele Chancen hatte. Ne? Da wurde wirklich viel einfach mal verschossen. Aber die Tendenz natürlich zeigt immer noch nach oben. Wie gesagt, Bielefeld ist Tabellenführer. Aber die Tabellensituation für 96, die sieht jetzt wieder ein bisschen bitter aus. Man steht nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz, nur 4 Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz. Da ist die Luft wieder richtig dünn. Aber ein Hoffnungsblick, das hat sich jetzt auch gegen Bielefeld wieder gezeigt, weil der hat nämlich Applaus von den Fans bekommen, als er sein Joker-Debüt wieder gegeben hat nach dieser langen Verletzung. Hendrik Weidand ist wieder da und da hoffen wir mal drauf, dass da vorne Teuchert, Weidand vielleicht irgendwie mehr ausrichten können. Wir sind gespannt. Vom Fußball zum Handball in die dritte Liga geht's. Hannover-Burgwedel trifft am Samstagabend auf den TuS Finnhorst. Wer hat da die besseren Chancen? Ja, es ist ein Lokalderby. Das heißt, die Begegnung hat es immer in sich. Denn Burgwedel braucht jetzt als Tabellendrittletzter dringend die Punkte gegen den Abstieg. Und mit einer großen Leistungssteigerung ist man schon vom Tabellenende weggekommen. Wichtig ist jetzt auch, und das war es auch in der Vergangenheit, dass man eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigt und auch die Torhüterleistungen dementsprechend sind. Aber die Finnhorster, die spielen eine richtig gute Saison. Die sind Tabellendritter, haben dem Spitzenreiter Dessau-Roßlau gerade die zweite Saisonniederlage beigebracht. Also die haben richtig Bock. Und das Hinspiel in Finnhorst, das war eine knappe Niederlage. Das will man jetzt natürlich umdrehen aus Sicht von Hannover-Burgwedel. Lass uns zum Schluss nochmal auf die Eishockey-Oberliga gucken. Beide hannoverschen Vereine müssen ran, die Scorpions und die Indians, beide am Sonntagabend. Scorpions gegen die Saale Bulls und die Indians gegen die Füchse aus Duisburg. Erzähl uns was zu den beiden Partien. Richtig, das ist die letzte Chance, die beiden Teams nochmal zu Hause zu sehen. Es ist nämlich das letzte Heimspielwochenende für beide. Beide haben schon es geschafft, unter die ersten 6 Teams zu kommen und damit die Playoff-Qualifikation schon erreicht. Da kommen dann Teams aus dem Süden. Also wer sich nochmal vor der Playoff-Runde jetzt die beiden nochmal angucken will, der hat da die letzte Chance dazu. Viel los am Wochenende in Hannover. Niklas, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wer an der Leine oder der Ime spazieren geht, kann sie gar nicht mehr übersehen, die Nagelspuren der Biber an den Uferbäumen. Immer mehr Bäume werden von den Nagern angefressen oder sogar gefällt. An den Koldinger Teichen sind großflächig landwirtschaftliche Flächen überschwemmt, weil die Biber dort Dämme bauen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist die immer größer werdende Biberpopulation in der Region Hannover ein Fluch oder eher ein Segen? Wir haben
wir uns auf Spurensuche begeben. In der südlichen Leinemasch sind die Biber bereits seit Jahren zu Hause. Aber jetzt leben sie auch mitten in Hannover. Durch immer mehr Nachwuchs werden auch immer mehr Biberbauten gebraucht. Und so sind die Tiere jetzt auch an Ime und Leine in Linden angelangt. Zwischen der Wasserkunst und dem Ime-Zentrum sind die Nagespuren der Biber überall zu sehen. Für Bernd Hermening, den Biberbeauftragten des Naturschutzbundes NABU aus Laatzen, eine ganz natürliche Erscheinung. Es ist klar, dass der Biber schon seit einigen Jahren hier ist. Dieses Jahr ist es besonders viel, das stimmt schon. Er wütet richtig, so hat das den Anschein. Und das liegt einfach daran, dass er Hunger hat. Ja, der Biber ernährt sich im Winter von der Rinde der Bäume. Er ist nachtaktiv, ne, deswegen fühlt er sich ja auch wohl. Er wird von den Menschen nicht so gestört, ne, weil die schlafen dann meistens, wenn er unterwegs ist. Und dann geht er eben an die Bäume ran und man kann das eben hier sehen, dass er hier hat er die Rinde schon von den Bäumen abgeschält und gefressen. Und er nagt dann manchmal auch noch weiter. Der Biber richtet sich auf seiner Kelle, auf seinem Schwanz, stützt er sich dann halt auch ab. Und man kann das ganz gut an den Nagespuren dann auch teilweise sehen, wie man hier auch sieht. Er legt dann halt den Kopf quer und fängt dann so an zu nagen. Ja, und irgendwann ist es hier unten, ne, kann man sehr schön sehen mit den Spuren, dadurch bildet er tatsächlich diese Sanduhrform. Und durch diese Sanduhrform, irgendwann ist es dann so, dass der Baum dann halt umkippt. Und das birgt natürlich Gefahren in sich, wenn die Bäume umfallen, gerade bei den Stürmen, wie sie derzeit immer wieder auftreten. Der Biber ist ja geschützte Art, das heißt, da darf ich eigentlich gar nichts großartig dann auch machen. Aber gerade hier in dem Gebiet ist es eben auch die Verkehrssicherungspflicht, die man hat. Einmal dem Gewässer gegenüber, ne, hier fahren auch Schiffe, da ist das Wasserwirtschaftsamt dann dafür zuständig. Und hier natürlich auch, wenn hier Bäume umstürzen, auf den Gehweg stürzen, Radfahrer verletzen können, da muss natürlich die Stadt dann dafür sorgen, dass so etwas dann nicht passiert und entsprechende Maßnahmen dann halt auch einleiten. Auf unsere Anfrage dazu hat uns die Stadt Hannover Folgendes geantwortet. Im Rahmen der regelmäßigen Baumkontrollen werden Bäume auch auf mögliche Beschädigungen kontrolliert. Wenn sich herausstellt, dass von den Bäumen eine Gefahr ausgeht, werden die Bäume gefällt. Unterstützt bei ihren Kontrollen wird die Stadt vom NABU Laatzen. Bereits seit einiger Zeit werden von ehrenamtlichen Naturschützern wie Bernd Hermening alle Biberspuren kartiert. Wir gehen jährlich durch, das ist immer jetzt um diese Zeit, weil man die Spuren jetzt am besten dann auch findet. Und so können wir halt sehen, wie verbreitet sich der Biber hier in der Region. Das geht bis nach Hildesheim. Auch bei Problemlagen wie derzeit an den Koldinger Teichen, wo durch den Dammbau der Biber landwirtschaftliche Flächen überflutet werden, berät der NABU Laatzen bei der Problemlösung. Bei allen Gefährdungen, die die Biber heraufbeschwören könnten, sieht Hermening aber auch viele positive Aspekte im Sinne des Naturschutzes. Durch seine Tätigkeiten fällt er Bäume, dadurch kommt wieder Licht und auch Wärme auf den Boden, auch ins Wasser. Und dadurch siedeln sich wieder die Tiere an, die vielleicht da verdrängt worden sind. Dann kommen auch Tiere der roten Liste, Schmetterlinge, Lurche, Pflanzen dorthin und können sich da wieder ansiedeln. Das heißt, durch seine Tätigkeit sorgt er eigentlich dafür, dass wie gesagt, diese Vielfalt, die man wieder haben muss und will, eben dann auch dadurch unterstützt wird. Um noch dichter an die Biberreviere zu kommen, fahren wir in die südliche Leinemasch und treffen dort den Vizepräsidenten des Anglerverbandes Niedersachsen und Vorsitzenden des Fischereivereins Hannover, Heinz Büker. Mit ihm durchstreifen wir die Ufer der vielen Teiche und sehen von fern auch einen hoch aufgeschichteten Biberbau. Leider hat sich uns kein Biber gezeigt, aber Heinz Büker hat schöne Aufnahmen mit seiner Wildkamera gemacht. Eigentlich ist das Hauptgebiet noch viel mehr die Teiche als die Leine selber, weil wir haben hier zum Glück noch Inseln, wo niemand drauf darf, wo Ruhe ist, das lieben die natürlich und das viele Weichholz, was hier ringsherum wächst, kommt dem Biber natürlich auch entgegen. Aber ich denke mal aus meinen Beobachtungen der letzten Jahre, dass wir mittlerweile über 100 Biber hier in der Region haben. Und auch Püker sieht die nützlichen Tätigkeiten der Biber. Wir Angler bringen Totholz ins Wasser. Weil das fehlt. Es fehlen Strukturen im Wasser. Das machen wir künstlich, indem wir Strukturen als Angler schaffen. Der Biber macht das natürlich. Sie sehen, die Bäume, die ans Wasser fallen, die dienen natürlich der Struktur und der Artenvielfalt. Und von daher sind wir als Angler froh. Die Gefährdung durch die Biber in der Region Hannover ist noch lange nicht so groß wie in Bayern und Baden-Württemberg, wo sie teilweise bejagt werden. Alle Beteiligten sind sich aber einig, dass die Situation intensiv beobachtet werden muss. Viele junge Leute träumen früher oder später von der ersten eigenen Wohnung. Die kann aber schneller als man denkt zu einer echten Schuldenfalle werden. Um das zu vermeiden, gibt es morgen Mittag im Berufsinformationszentrum Tipps von der Jugendsozialarbeiter Caritas. Worauf muss man achten? Was sollte man vermeiden, damit nicht auf einmal ein dickes Minus auf dem Konto vorzufinden ist? Los geht's um 14 Uhr.
Und das war's schon wieder mit 0511. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und tschüss.